2019 ist ein Jahr des Protests. Die Menschen sind in Aufruhr. Ob in Afrika oder in Amerika, ob in Europa oder in Asien. Eine Welt, viel Durcheinander. An der Copacabana beginnt nicht nur ein neues Jahr, sondern eine neue Politik. Ein Rechtsradikaler wird Präsident Brasiliens. Jair Bolsonaro, zweiter Vorname Messias. Als einen Trump Südamerikas feiern ihn seine Anhänger, seine Gegner protestieren. Aggressiv und militaristisch will der ehemalige Soldat sein Land umkrempeln. Trotz hoher Mordraten die Waffengesetze lockern, den indigenen Völkern will er die Schutzgebiete nehmen, ihren Lebensraum. Ein Dammbruch in der Politik, und wenig später bricht in Brasilien auch ein echter Damm. Im Bergbaustaat Minas Gerais hält das Becken einer Eisenerzmine nicht stand, obwohl der deutsche TÜV es eben noch geprüft hatte. 400 Millionen Kubikmeter Schlamm, die Rückstände der Erzgewinnung, begraben das karge Land und seine Menschen. 250 von ihnen für immer. Unterhaus-Speaker John Bercow wird zum Gesicht 2019. Von wegen Ordnung. Für sie beginnt die allergrößte Unordnung. Das Unterhaus lehnt ihren Brexit-Deal ab, an dem 2 Jahre gearbeitet wurde. Nun bleiben nur noch 2 Monate bis zum geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Gedemütigt und unter Protest muss Theresa May nachverhandeln mit Brüssel. Deutschland und Dänemark sind die Gastgeber der größten Handball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Fast 10 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Kapitän Uwe Gensheimer und Torwart Andreas Wolf werden zu deutschen Weltstars. Bundestrainer Prokops Team schafft es gegen Frankreich nicht. Nur 4. Platz. Und doch gefühlter Sieger dieser friedlichen Handballparty. Der Goldpokal geht an Co-Gastgeber Dänemark. Der Schnee macht zu schaffen. Aber er gehört nun mal zum Januar. Und so sind das fast beruhigende Bilder in Zeiten des Klimawandels. Aber Gefahr durch Lawinen. In Österreich reißen sie 7 Menschen in den Tod. Dagegen wirkt das Verkehrschaos auf deutschen Autobahnen fast harmlos. Doch auch hier herrscht Lebensgefahr. Seit knapp 300 Jahren wird in Deutschland nach Kohle gegraben und gebaggert, um sie zu verbrennen. 1/3 unseres Stroms stammt aus Steinkohle und Braunkohle. Mehr als 100 Kohlekraftwerke und jede Menge Kohlenstoffdioxid. Der Klimakiller CO2 lässt sie um ihren Job bangen. 25.000 arbeiten für die Kohle noch. Klimaschützer protestieren für das Aus. Im Auftrag der Bundesregierung hat eine Kommission monatelang verhandelt, wann und wie der Ausstieg zu schaffen ist. Noch 19 Jahre Tagebau, dann soll Schluss sein. Das Ende der Kohle nach fast 300 Jahren auf knapp
300 Seiten. Zehn Jahre führte Horst Seehofer die CSU. Zu oft war er für die Partei unberechenbar. Sie trauert ihm nicht wirklich nach. Zum Nachfolger wird der gewählt, der Seehofer vergangenes Jahr schon als Ministerpräsident abgelöst hat. Die beiden verbindet herzliche Abneigung. Markus Söder kann das nun wurscht sein, schafft es. Er hat es nur fast geschafft an die Spitze von Venezuela. Oppositionsführer Juan Guaido hat sich selbst zum Präsidenten ernannt. Die halbe Welt erkennt ihn an und damit Nicolas Maduro ab. Der hatte das Parlament entmachtet, die Gewaltenteilung aufgehoben. In Caracas gehen sie gegen den Diktator auf die Straße und fordern Demokratie in Massenprotesten. Maduros Antwort? Grenzen dicht und Gewalt nach innen. Viele wollen nur noch raus aus dem sozialistischen Armenhaus Südamerikas. Das Gelb des Vatikan über Terra Incognita. Noch nie zuvor hat ein Papst die arabische Halbinsel besucht. In Abu Dhabi nehmen ihn die muslimischen Machthaber an die Hand, und zwar buchstäblich, um ihm ihre Glaubenspracht zu präsentieren. In der Sheikh Zayed Moschee geht Franziskus auf Strümpfen über den größten Teppich der Welt. Die Katholiken in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind fast alle Gastarbeiter. Sie sind zur Freiluftmesse gepilgert, über 100.000 Christen, die sonst nie ihren Glauben öffentlich ausüben dürfen, beten als Protest. Auf der weltlichen Bühne wird eine neue Ikone gefeiert. Greta Thunberg hat den Freitag zum Streiktag der Schüler gemacht. Fridays for Future heißt der wöchentliche Protest gegen den Klimawandel. Das Mädchen aus Schweden ist weltweit zum Vorbild geworden. Die hohe Politik huldigt ihr, zumindest in Gesten. We will rock you, wir werden's euch zeigen, sang Queen 1977. Und Rami Malek zeigt es Hollywood. Als Freddie Mercury in dessen Lebensgeschichte Bohemian Rhapsody bekommt er den Oscar als bester Darsteller. Für Brian May, Queen, Gründungslegende, Gitarrist und Komponist, eine echte Zeitreise. Christchurch, die größte Stadt auf der Südinsel Neuseelands, wird zum Synonym für das größte Massaker des Landes. Ein Rechtsradikaler stürmt während der Freitagsgebete nacheinander in zwei Moscheen. Der Mann ist Australier, er erschießt 51 Menschen. Und 50 weiteren fügt er lebenslange Wunden zu. Gegen diesen Angriff auf Glaubensfreiheit protestiert Premierministerin Jacinda Ardern im Hijab beim Trauern mit den Muslimen. Ihr 4-Millionen-Volk teilt ihre Botschaft an die Welt. So ist Neuseeland nicht. Der Verkaufshit von Boeing ist die 737 MAX 8. Auch Ethiopian Airlines ist stolz auf den jüngsten Flieger der Flotte. Dort ahnten sie nichts von schadhafter Software, die das Flugzeug bei Turbulenzen Richtung Boden drückt, egal wie stark die Piloten am Trimmrad drehen. Die nagelneue Maschine stürzt ab,
nach dem Start in Addis Abeba. Keine Chance. Für niemanden der 157 Insassen, darunter 5 Deutsche. Weil das der zweite Crash dieser Modellreihe war, hat die Max Flugverbot weltweit. Der US-Konzern setzt schließlich deren Produktion ganz aus, damit er nicht selbst abstürzt. Dieser Wohnblock in Duisburg hieß Weißer Riese, wie das Waschpulver. Diese Sprengkraft ist ergiebig. Mit 290 Kilogramm Sprengstoff werden aus 320 Wohnungen am Ende 48.000 Tonnen Schutt. Nein, unter! Mr. Speaker versucht's immer wieder, aber es gibt keine Ordnung. Ende März sollte Großbritannien die EU verlassen, doch es geht nicht. 2 weitere Male hat Westminster aus Protest gegen den Brexit-Deal von Theresa May gestimmt, obwohl sie angeboten hat, bei einem Ja zurückzutreten. Der Brexit wird verschoben auf Oktober. Die EU ist fassungslos über die Chaos-Briten. So endet Basketballgeschichte. Nummer 41 spielte 21 Seasons lang für diese eine Mannschaft. Die Dallas Mavericks waren chronisch erfolglos, ein Loser in der NBA. Vor 21 Jahren kam er und machte sie zu einer der besten Mannschaften der USA. Dirk Nowitzki aus Würzburg. Der ganz große Wurf aus Europa hört auf mit 40. Dirk, Dirk, Dirk. Das heißt heute Danke auf Texanisch. Noch einer verlässt die Welt des Sports. Reinhard Grindel tritt nach 3 Jahren als DFB-Präsident zurück. Weil er sich von einem ukrainischen Oligarchen eine Luxusuhr schenken ließ. Bestechung, der Vorwurf steht im Raum. Durch Geschick bestach er jedenfalls nicht, etwa im Umgang mit Özil und Gündoğan. Und auch nicht durch Charme im Umgang mit den Medien. Das habe ich doch inhaltlich bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch. Lassen Sie mich doch das... Herr Grindel. Zum Nachfolger wird der SC Freiburg-Chef Friedrich-Walter Keller gewählt, genannt Fritz. Nach seinem Patenonkel, dem legendären Fritz Walter. So klingt Teamgeist. Gehen wir es gemeinsam an. Ärmel hochkrempeln, Schuhe schnüren. Schienbeinschoner an, die braucht man hier, habe ich gehört. Stutzen hochziehen, Anpfiff. Dankeschön. Verwahrlost und geschwächt, abgeschoben. Julian Assange wird in London von der britischen Polizei herausgetragen aus der Botschaft Ecuadors. Über 6 Jahre hauste der Australier hier im Asyl. Den USA gilt er als Staatsfeind. Denn er hat vor 10 Jahren WikiLeaks gegründet. Die Enthüllungsplattform für Whistleblower. Nun kommt er in Isolationshaft in Großbritannien. Seine Fans protestieren für ihren Hackerhelden. 850 Jahre Baugeschichte werden binnen weniger Stunden von den Flammen gefressen. Notre Dame de Paris fährt in Rauch und Funken zum Himmel auf. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Doch die Feuerwehr bekommt nach 4 Stunden alles unter Kontrolle. Brandstiftung wird ausgeschlossen. Unsere Dame von Paris, sie ist gerettet. 1 Milliarde werden gespendet für ein neues Dach.
In 5 Jahren soll alles wieder stehen. Der Bus fuhr zickzack, prallte an Mauern, berichtet eine Anwohnerin auf Madeira. Dann verschwand er mit einem Knall in der Kurve, dann war Stille, so viel Stille. Madeira, Portugals bergige Atlantikinsel, ist vom Wanderparadies zur Hölle geworden für 55 Deutsche. Der Busfahrer spricht von technischem Defekt, die Ursache bleibt unklar. Portugal verordnet 3-tägige Staatstrauer und der deutsche Außenminister kommt, um Trost zu spenden. Die Verletzten werden ausgeflogen, doch 29 Deutsche kommen nicht mehr lebend heim. Protest in Algerien, dem 10. größten Staat der Welt. Hier haben sie genug von diesem Mann. Nach 20 Jahren im Amt wollte Präsident Bouteflika sich zur Wahl stellen für eine 5. Amtszeit. Sein Volk droht, das mit aller Gewalt zu verhindern. Der Greis tritt zurück. Sein früherer Premierminister Tebboune wird zum Nachfolger gewählt und der Protest fortgesetzt. Das ist Jubelprotest. Im Sudan wird ein Militärputsch gefeiert. Nach 30 Jahren ist Afrikas brutalster Diktator entmachtet, Omar al-Bashir. Nun herrscht ein anderer General. Der Mai wird ein royaler Monat. In Thailand wird König Rama X. Gekrönt. Ob's passt oder nicht, 7 Kilogramm pures Gold sind eine schwere Bürde. Paläste und Tempel vor der Skyline Bangkoks zeigen die Zerrissenheit der Monarchie zwischen Moderne und Tradition. Eines der reichsten Königshäuser der Welt wird getragen von einem armen Volk. In Japan wird die Kaiserwürde an Naruhito übergeben. Alle Welt kommt erst ein halbes Jahr später nach Tokio, um zu sehen, dass der 126. Tenno den Chrysanthementhron bestiegen hat. 1300 Jahre Familientradition, die nun auch Kaiserin Masako repräsentiert. Banzai, ruft der Premierminister. Lang lebe der Kaiser. Etwas lässiger ist der Jubel in Großbritannien. Hier wird die Geburt eines Prinzen verkündet. Harry und Meghan, Herzogin und Herzog von Sussex, präsentieren, auch auf ihrem Instagram-Account, Archie Harrison Mountbatten Windsor, Nummer 7 in der Thronfolge. Ein Traum, sagt die Mutter über Mann und Sohn. Sie habe die 2 besten Jungs der Welt. Die 2 übelsten Burschen der österreichischen Politik hat dieses Video entlarvt. Heimlich gedreht auf Ibiza vor 2 Jahren. Die FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache, damals Vizekanzler in spe, ließen sich von einem Lockvogel zu miesen Geschäften verführen. Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe. Damit gaben sie die Demokratie zum Abschuss frei. Österreich ist außer sich. In Wien Proteste gegen die Freiheitlichen. Bundeskanzler Kurz fackelt nicht lang. Dieser Koalitionspartner kann nicht in der Regierung bleiben. Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Politisches Attentat, besoffene Geschichte, so will sich der ertappte Ex-Vizekanzler rausreden. Doch am Ende wirft ihn auch seine Partei hinaus.
Nach Neuwahlen strebt Sieger Sebastian Kurz eine ganz neue Koalition an, die ÖVP erstmals mit den Grünen. 3 Jahre hat sie es versucht, der Brexit gelang ihr nicht. Premierministerin Theresa May tritt ab. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Das Rennen um ihre Nachfolge hat längst begonnen. Und wieder Proteste im so uneinigen Königreich. Hier kommt das Protestvideo des Jahres. YouTuber Rezo legt 55 Minuten lang dar, wie sich die CDU seiner Meinung nach selbst zerstört habe. In den letzten Jahrzehnten hatte die CDU die meiste Macht. Und das Ergebnis davon ist, dass sich viele Sachen für die Reichen finanziell ziemlich geil entwickelt haben und für alle anderen nicht so. Im Adenauerhaus Hektik, Panik. Die Parteichefin gibt sich uncool, fragt nach Regeln im Netz. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich? Damit gießt sie Öl ins Feuer des Protests gegen Uploadfilter. Diese Demonstranten werfen der Regierung ohnehin vor, das Internet zensieren zu wollen. Die CDU will mit ihrem Jungabgeordneten Philipp Amthor auf YouTube Rezo antworten, kneift dann aber. Ungefähr so sollte das Gegenvideo beginnen. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Ich habe schon gesagt, das wäre doch mal ein toller Highlight für den ZDF-Jahresrückblick. Der Rezo-Effekt hat die CDU schwer angeschlagen. Und das nur wenige Tage vor der Europawahl. Dort schneidet die Union mäßig ab. Für sie errang EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber gerade mal 29%. Abräumer sind die Grünen, die ihr Ergebnis verdoppeln auf über 20%. Fast halbiert die SPD. Katharina Barley, die das Justizministerium für die Spitzenkandidatur aufgab, schafft keine 16%. Die Linke rutscht ab auf knapp 5% und die FDP klettert hinauf auf 5%. Durchmarschieren wollte die AfD, aber 11% berauschen Spitzenkandidat Jörg Meuthen nicht. Trotz Ibiza-Affäre der FPÖ-Kameraden haben alle europäischen Rechtsaußenparteien zugelegt. Daher Protest gegen ein rechteres Europa. Am selben Tag hat Bremen gewählt. Mit Carsten Meyer-Heder wird die CDU erstmals stärkste Kraft. Das geht inzwischen schon mit 26%. Weil im einst dauerroten Bremen die SPD keine 25% mehr schafft. Nach diesem Absturz kann sich Carsten Sieling nicht mehr als Bürgermeister halten. Für die SPD übernimmt Andreas Bovenschulte das höchste Amt. Er führt die erste rot-grün-rote Koalition in Westdeutschland. Kopfschuss aus nächster Nähe. Auf seiner eigenen Terrasse ist Walter Lübcke erschossen worden. Kassels Regierungspräsident. Noch während die Spuren gesichert werden, bejubeln etliche im Netz die Tat. Widerwärtiger Applaus. Ermittlungen führen zu einem 45-jährigen Deutschen, der den Mord gesteht. Es sollte wohl Protest sein, weil der Christdemokrat Lübcke Geflüchtete willkommen hieß. Mord an Politikern gab es seit dem Terror der linksextremen RAF nicht mehr. Erstmals in der Bundesrepublik hat ein mutmaßlicher Rechtsextremist einen Politiker getötet. Unsere Demokratie ist bedroht. Das mahnt uns Walter Lübckes Tod. Der große SPD-Chef Willy Brandt hatte ein Dutzend Nachfolger, davon nur eine Nachfolgerin.
Und deren Leben in der Politik wird nun enden nach diesem allerletzten öffentlichen Auftritt. Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut. Nur etwa ein Jahr führte Andrea Nahles Partei und Fraktion. Die eigenen Genossen hatten ihr brutal zugesetzt, sie öffentlich peinlich und inkompetent genannt. Jetzt schämen sie sich still. Einen natürlichen Nachfolger gibt es nicht. Das Vakuum füllen drei Landespolitiker, aber bloß für den Übergang. Sie organisieren einen Findungsprozess, der 6 Monate dauern soll. Ein Duo wird von Deutschlands ältester Partei gesucht, für die Spitze, an der es immer rauer weht. Frankreich begrüßt 24 Nationalteams zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Titelverteidiger Deutschland schlägt China. Doch Nationaltrainerin Vos Tecklenburg ahnt, dass es kein Selbstläufer wird. Trotz weiteren klaren Siegen gegen Spanien und Südafrika in der Vorrunde. Auch gegen Nigeria läuft's noch rund im Achtelfinale. Doch 38 Grad Hitze zehren. Im Viertelfinale sind die Schwedinnen einfach besser. Aus, vorbei damit auch die Träume für die Olympischen Spiele 2020. Weltmeister werden die USA. In Deutschland sind nun E-Roller zugelassen. Bringt viel Spaß und noch mehr künftigen Elektroschrott. Sommergewitter drücken auf Deutschland. Im Süden Hagel wie Hammerschläge. Im Osten, vor allem in Brandenburg, brennen die Wälder wie Zunder. Der beißende Rauch treibt bis nach Berlin. Der Sommer 2019 wirkt nicht ganz so verrückt wie der vorherige. Dennoch reichen neue Hitzerekorde über den 40-Grad-Strich. Es droht Krieg in der Golfregion. Europäische Tanker werden angegriffen in der Straße von Hormuz. Die USA und ihre Verbündeten haben keine Zweifel, dass Iran dahinter steckt. Denn Teheran ist massiv unter Druck wegen der Sanktionen des Westens. Das Volk protestiert immer wieder, weil es ihm an allem fehlt. Eine unbemannte Aufklärungsdrohne der USA wird von Teherans Luftabwehr abgeschossen. Stolz präsentiert die iranische Armee ihre Trophäe auch dem eigenen Volk. Die USA verlegen Flugzeugträger an den Golf, um den Gegenschlag zu starten. Doch in letzter Sekunde befiehlt Trump: Kommando zurück. Zu viele könnten sterben. Iran kann sich bestätigt fühlen als Macht, vor der Amerika weicht. 3 Monate später folgt ein weiterer Angriff. In Saudi-Arabien werden die 2 wichtigsten Ölanlagen torpediert. 19 Treffer. Die größte Ölraffinerie muss ihre Produktion stoppen. Der Ölpreis steigt. Die Houthi-Rebellen aus dem Jemen bekennen sich zu dem Anschlag. Das saudische Militär zeigt die Überreste der Angriffswaffen, Drohnen aus iranischer Produktion. US-Außenminister Pompeo besucht die verbündeten Saudis. Mehr unternehmen die USA wieder nicht. Und die Machthaber in Teheran erinnern,
40 Jahre nach der Islamischen Revolution, an vergangene Kriege und feiern ihre Raketentechnik. Es ist die letzte Grenze des Kalten Krieges, die Süd- und Nordkorea trennt. Als erster US-Präsident hat Trump sie soeben überschritten. Große Show, auch für Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Mehr, etwa Abrüstung, ist trotz Schulterklopfen nicht zu sehen. Kapitänin Carola Rakete, studierte Nautikerin aus Niedersachsen, lässt ihr Flüchtlingsschiff, die Sea-Watch 3, festmachen im Hafen von Lampedusa. Das ist ihr verboten. Italiens Grenzschutz versucht, den Landgang zu verwehren. Vergeblich. Die Deutsche wird festgenommen und gegen sie wird protestiert. Der Beifall gilt nämlich der Polizei und damit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini. Es ist zur Gewohnheit geworden, Italien als Müllhalde zu missbrauchen für alle Probleme, die Europa nicht sehen will. Aber damit ist jetzt Schluss. Basta. Was Salvini Müll nennt, sind Menschen. Die 53 Schiffbrüchigen wären ertrunken im Mittelmeer. Über 1000 andere sind es dort. Auch in diesem Jahr, weil eben kein Schiff gekommen war. Rakete kommt frei, Kontakt zu Schleusern konnte ihr nicht nachgewiesen werden. Doch die Frage bleibt, ob Helfer zur Flucht animieren. Er war der Spitzenkandidat, doch nicht Manfred Weber, sondern Ursula von der Leyen wird an die Spitze der Europäischen Union gewählt. Seit dem allerersten Kommissionspräsidenten Walter Hallstein hat es niemand mehr aus Deutschland so hoch geschafft. Die Bundeskanzlerin verabschiedet eine ihrer treuesten Ministerinnen. Annegret Kramp-Karrenbauer ergreift die Chance, Verteidigungsministerin zu werden. Dabei hatte sie als neue CDU-Chefin steif und fest verkündet, nicht ins Kabinett gehen zu wollen. Nun kam es halt anders. Kleine Kehrtwende. Als TV-Komiker hat Volodymyr Zelensky den Präsidenten der Ukraine nur gespielt. Nun ist er es wirklich geworden. Er hat die Wahlen gewonnen mit riesigem Vorsprung. Sein Sieg führt später wieder zu Protesten auf dem Maidan für eine von Russland unabhängige Ukraine und das Ende des Krieges. Direkt nach seiner Wahl verspricht Zelensky Frieden im Donbass und den Weg nach Europa weiterzugehen. Deshalb besucht er umgehend Deutschland. Dort wird er allernächster Zeuge einer Bundeskanzlerin, die angeschlagen wird. Hitze. Fehlendes Wasser, so erklärt Angela Merkel ihr plötzliches Zittern bei Staatsbesuchen. Im Sitzen geht's besser. Das Protokoll wird geändert. Oder. Ob das nun zur Ordnung führt? Oder. Boris Johnson wird Premierminister. Nachdem auch ihm keine Brexit-Mehrheit gelingt, schickt er die Abgeordneten im September in eine fünfwöchige Zwangspause. Die Opposition protestiert. Und draußen auch Protest. Johnson untergrabe die Demokratie, um den Brexit zu liefern. Ende Oktober wolle er sein Land ohne Vertrag aus der EU fallen lassen. Das oberste Gericht aber stoppt den neuen Premierminister. Yes, Prime Minister oder House of Cards. Doch das hier ist kein Film. Eine Tat, die fassungslos, ja wütend macht.
In Frankfurt werden ein Junge und dessen Mutter vor den einfahrenden ICE gestoßen. Wer macht sowas und warum? Der Täter hat selbst 3 Kinder, lebt seit 13 Jahren in der Schweiz und stammt aus Eritrea. Doch nur diese Antwort zählt. Er hat paranoide Schizophrenie. Der Junge stirbt im Gleisbett. Er war gerade mal 8. Seine Mutter kann sich retten und weiterleben. Aber wie? Olympische Spiele in Berlin? Sind das nicht wirklich, aber als Mini-Olympia wird diese Premiere angenommen. Bei den Finals. Ja, tatsächlich deutsch ausgesprochen, denn es sind erstmals viele deutsche Meisterschaften in einem. Nämlich 10 Sportarten. Hunderttausende Besucher, Millionen Zuschauer. Nächstes Jahr werden die Finals nach Nordrhein-Westfalen gehen, an Rhein und Ruhr, weil sie ein Volltreffer sind, wie Berlin gezeigt hat. Mit einem Blutwochenende beginnt der August in Amerika. In El Paso werden 22 Menschen in einem Supermarkt erschossen und 26 verletzt. Von einem 22 Jahre alten Rassisten, der es auf Latinos abgesehen hatte. Die Bewohner der Grenzstadt zu Mexiko stehen zusammen gegen das Unbegreifliche. Während sie in Texas noch trauern, macht sich am anderen Ende der USA ein Nachahmer auf den Weg, diesmal ein Linksradikaler. In Dayton, Ohio, zieht der 24-Jährige mit seiner Schwester durchs Ausgehviertel, bevor die Polizei ihn töten kann. Erschießt er 9 Menschen, darunter die eigene Schwester, und er verletzt 27. Die Trumps besuchen beide Orte. In El Paso wie in Dayton treffen sie auf Landsleute, die protestieren gegen ein Amerika, das vor lauter Hass zu platzen scheint. 8 Kugeln trafen diesen Georgier. Damals schon, vor 4 Jahren, sagte der frühere Tschetschenienkämpfer, dass Präsident Putin ihn jagen lasse. Nun wird er mitten in Berlin erschossen am helllichten Tag. Sein Mörder war mit dem Rad gekommen. Die Polizei stellt ihn, ein Russe mit Geheimdienstlegende. Was ist das für einer, der nun in deutscher Untersuchungshaft sitzt? Ein Mörder im Auftrag des russischen Präsidenten? Putin verweigert jede Aufklärung. Der erschossene Georgier habe den Tod verdient, sagt er Monate später. Die deutsche Kanzlerin konsterniert neben sich. Berlin weist russische Diplomaten aus, Russland daraufhin deutsche. Es wird eisig in den deutsch-russischen Beziehungen. Jeffrey Epstein drohen 45 Jahre Haft. Der Milliardär sitzt ein in Manhattans düsterstem Knast wegen Mädchenhandel und Vergewaltigung Minderjähriger in hunderten Fällen. Nach 2 Monaten hat er sich erhängt. Das größte Wohnhaus New Yorks war seins. Hier gab er wilde Partys und prominente Gäste fanden es augenscheinlich hot. Dort habe Prince Andrew sie zum Sex gezwungen, sagt eine, die damals 17 war. Der Sohn der Queen traf sich oft mit Epstein, obwohl der vorbestraft war. Mehr als 50 Mädchen sagten aus, er habe sie in seiner Villa in Florida missbraucht. Epsteins Freund Andrew will von alledem nichts gewusst haben, wie er später der BBC sagt. Sein Interview ein Desaster. Nicht ein Wort des Mitgefühls für Epsteins zahllose Opfer. Hier stoßen 2 Atommächte aneinander. Kaschmir, zwischen Indien und Pakistan. Indiens eben wiedergewählter Premier Modi erklärt das seit Jahrzehnten autonome Gebiet für indisch.
Der Hindu-Nationalist bekommt schärfsten Protest als Antwort von den Muslimen in Kaschmir. Und das islamische Pakistan sagt, es sei zu allem bereit. Doppelte Landtagswahlen. In Sachsen und in Brandenburg wird gewählt. Rekordgewinne aber nur für die AfD. In Sachsen verdreifacht sie fast ihren Wert auf über 27% und in Brandenburg eine Verdopplung auf über 23%. Dagegen regiert sich nur noch in Dreierkoalitionen. In Sachsen schwarz-grün-rot und in Brandenburg dieselben Farben, nur in der Reihenfolge rot-schwarz-grün. Als wäre das Erdklima nicht heiß genug, wird es zusätzlich befeuert von Menschenhand. Der Regenwald wird abgefackelt wie nie zuvor. Brasiliens Landwirtschaft will Fläche schaffen, weil alle Welt nach Soja und Rindfleisch giert. Nur halbherzig wird gelöscht. Alle 3 Minuten verbrennt eine fußballfeldgroße Fläche. Schwarz wie Teer, die Lungenflügel der Erde. Aufhören, bevor es zu spät ist. Jeder Mensch versteht das, aber die Menschheit scheint das nicht zu verstehen. Oder doch? Greta Thunberg nervt auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen die Mächtigen. Wie könnt ihr es wagen, fragt sie empört die Regierungen der Welt. How dare you? Ihr Ton ist theatralisch. Aber dieser Protest ist eine Liebeserklärung an Mutter Erde, geteilt rund um den Globus. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Alle reden nun über Flugscham. Aber nicht nur deswegen ist Thomas Cook pleite. Der älteste Pauschalreiseanbieter der Welt ist so pleite, dass Hotelbetreiber versuchen, wenigstens das Gepäck der protestierenden Cook-Gäste als Pfand zu beschlagnahmen. Akute Ansteckungsgefahr für die deutsche Tochter Condor. Alle Cook-Maschinen bleiben am Boden, zumindest gut fürs Klima. Wie eine Kreissäge geht Dorian auf die Karibik nieder. Ein Wirbelsturm der höchsten Stufe. Mit 300 Stundenkilometern zerlegt er weite Teile der Bahamas. Ungezählte Tote. Jeder 5. Bewohner des 700-Inselstaats wird obdachlos. Tausende werden vermisst. March on Bahamaland heißt die Hymne des bitterarmen Landes. Marschier weiter, Bahamaland. Das sind die deutschen Weltmeister bei der Leichtathletik-WM in Doha. Jede Anstrengung hier kostet doppelte Kraft. Medaillen wurden noch nie unter so schweren Bedingungen erkämpft. Denn die schwüle Luft ist heiß und feucht, ein einziger Backofen. Die Klimaanlagen schaffen es nicht gegen die gestaute Hitze im Stadion. Die Kämpfe werden deshalb auf Mitternacht verlegt. Schlafenszeit und Geisterstunde auch in Katar. Keine Auslieferung an China, das steht auf den Plakaten in Hongkong.
Seit einem halben Jahr protestiert die 7-Millionen-Stadt gegen ein neues Gesetz, das Auslieferungen an China erlaubt. Seit Jahren bangen viele in Hongkong, sie könnten China in allem ausgeliefert werden. In der früheren britischen Kronkolonie steigern sich Proteste zum Bürgerkrieg. Studenten fürchten um ihre Zukunft und werden immer aggressiver. Die Gegenmacht auch. Ein Land, zwei Systeme. Das war der Deal für 50 Jahre, als Hongkong 1997 an China ging. Also noch 28 Jahre Demokratie. Doch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam ist für viele kein Garant dafür, sondern eine, die Hand in Hand mit Chinas allmächtigem Präsidenten Xi Jinping arbeitet. Der regiert sein Weltreich wie ein neuer Mao. 70 Jahre nach der kommunistischen Revolution. Ihm wird zugetraut, seine Macht mit aller Macht zu verteidigen, auch in Hongkong. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Ein 27-Jähriger will alle Juden töten, die in der Synagoge von Halle den Gottesdienst feiern. Der Antisemit ist hochgerüstet, seine Waffensammlung hat er aus dem Internet. Doch er scheitert an der verschlossenen Tür zur Synagoge. Und sucht sich willkürlich Ersatzopfer. Tötet eine Frau auf dem Bürgersteig, schießt auf Gäste eines Dönerladens. Flüchtet schließlich, bis ein Unfall ihn stoppt. Zweifacher Mord und versuchter Mord in 9 Fällen. Ein rechtsradikaler Staatsfeind, der dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe übergeben wird. In Sachsen-Anhalt gedenken sie der Toten, protestieren für Frieden. An Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung. Amerika überlässt die Kurden ihrem Schicksal. Deren Schicksal hat einen Namen: Erdogan. Die Türkei marschiert ein in Nordsyrien. Luftangriffe, Bodenoffensive. Es ist eine Invasion der türkischen Armee ins Nachbarland. Dort leben die Kurden. Erdogan nennt sie Terroristen. Sie werden angegriffen, damit sie ihr Land verlassen, das nun Schutzzone für die Türkei sein soll. Flucht und Vertreibung durch ein NATO-Mitglied. Die Außenminister der EU sind in hilfloser Aufregung und in Sorge, weil nun Syriens Diktator Assad wieder mitspielt. Seine syrische Armee fährt vor als Schutzmacht. Ausgerechnet. Die Kurden protestieren nur noch schwach gegen diesen Verrat. Assads Schergen hatten sie doch bekämpft in 8 Jahren Krieg. Krieg herrscht auch in Kalifornien gegen das Feuer. Die Menschen von Los Angeles verlieren den Kampf. Zu heiß, zu trocken, zu windig. So protestiert die Natur gegen fehlenden Regen. Auf der anderen Seite der Welt erstickt Sydney fast im Rauch. In Australien wüten die heftigsten Buschbrände seit Jahrzehnten. Der Koalabär schreit vor Schmerz. Mit ihrem T-Shirt rettet ihn diese Frau. Sterben wird er dennoch. Jedes Jahr brennt es auf dem 5. Kontinent. Doch wegen extremer Dürre in den Monaten zuvor sind in diesem Jahr Höllenfeuer zu löschen. Die Linke hat Grund zum Jubel. Ihr erster und einziger Ministerpräsident erzielt bei der Landtagswahl in Thüringen sagenhafte 31%. Rot-Rot-Grün kann Bodo Ramelow aber nicht einfach fortsetzen. Dafür sind die SPD mit 8 und die Grünen mit lächerlichen 5% zu stark geschrumpft. Mike Moring aber hat es am ärgsten erwischt. Fast 12% Verlust.
Seine CDU ist nur noch eine 20%-Partei im einst tiefschwarzen Thüringen. Und obwohl die FDP es hauchdünn in den Landtag geschafft hat, gibt es erstmals in der Bundesrepublik keine Mehrheit ohne Linksaußen oder Rechtsaußen. Die AfD nämlich hat ihr Ergebnis verdoppelt, kommt auf über 23% und das mit ihrem extremsten Rechten Björn Höcke. Auch das ein Protest. Die AfD ist damit zweitstärkste Kraft nach der Linken. Nichts geht mehr in der politischen Mitte Thüringens. Als die Mauer fiel, ließ Daniel Barenboim in der Berliner Philharmonie Beethoven spielen. Jetzt wieder. Vor dem Brandenburger Tor feiert Deutschland 30 Jahre Mauerfall. Schicksalssinfonie wird die fünfte auch genannt. Sie ist bereits ein Geburtstagsgruß, denn 2020 wäre er 250 Jahre alt geworden. Ludwig van Beethoven aus Bonn. Scirocco-Winde drücken das Meerwasser der Adria in die Lagune von Venedig. Aqua Alta, also Hochwasser, steht hier zwar jedes Jahr um diese Zeit. Aber dass der Pegel mehrfach über 1,50 Meter steigt, das läge am Klimawandel, mutmaßen Wissenschaftler. So zerfrisst Salzwasser unser Weltkulturerbe. Fahre durch die Nacht wie ein Phantom. Mit der Axt zerschlagen zwei Männer eine Vitrine im Juwelenzimmer der Schatzkammer. Aus dem grünen Gewölbe in Dresdens Residenzschloss flüchteten die Täter, wie sie gekommen waren, durch das zersägte Gitter. Es ist nicht irgendein Einbruch, sondern Raub tief aus Sachsens Seele. Jede Schulklasse kennt die Brillant- und Diamantgarnituren der sächsischen Königinnen. Sie werden wohl die Steine nur herausbrechen, die Diebe, die ihre Spuren weitgehend vernichtet haben. Eine jedoch führt angeblich ins Berliner Clan-Milieu. Damit hat auf dem CDU-Parteitag in Leipzig niemand gerechnet. Die glücklose Chefin stellt die Vertrauensfrage. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute. Ein Trick, der Kramp-Karrenbauer gelingt, denn dies ist gar kein sogenannter Wahlparteitag. Und so gibt es Beifall statt Protest, dass AKK zu bleiben bereit ist. Doch ihr schärfster Konkurrent macht klar, dass die K-Frage damit noch nicht gelöst ist. Nicht dieser Parteitag wird die endgültigen Entscheidungen treffen, sondern in einem Jahr. Klar ist nur, sie wird nicht wieder antreten. Mit alter Rose in die neue Zeit. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans waren die Überraschungssieger gegen Olaf Scholz und Clara Geiwitz bei der Urwahl. Eine Protestwahl gegen den Vizekanzler. In Berlin bestätigt der SPD-Parteitag die neue Doppelspitze. Und die will, anders als angekündigt, in der Großen Koalition bleiben. Vorerst zumindest. Mal sehen, wie lange der neu gewählte Vizechef Kevin Kühnert das gutheißt. Am Abend auf der Parteiparty wird jedenfalls die sozialistische Sau rausgelassen. Fanfare für den Frieden. Norwegens König Harald und Königin Sonja applaudieren in Oslo dem jüngsten Regierungschef Afrikas.
Der Friedensnobelpreis geht an Äthiopiens Premier Abiy Ahmed, weil er Frieden schloss mit Eritrea. Würde und Bürde für den 41-jährigen Reformer, der erst 18 Monate im Amt ist. Zeitgleich im Nachbarland Schweden. Dort überreicht König Carl Gustav diesmal gleich zwei Literatur-Nobelpreise. Einen nachträglich für 2018 an Olga Tokarczuk aus Polen für ihre kraftvolle Mystik, den zweiten an Peter Handke aus Österreich. Protest weltweit. Weil Handke einst im Bosnienkrieg blindwütig für serbische Nationalisten Partei ergriffen habe, 6 Staaten bleiben der Preisverleihung fern. Für jedes der 29 NATO-Mitglieder eine Flagge auf dem Weg zum Buckingham-Palast. Und für jeden Staats- und Regierungschef ein Lächeln der Queen. Sie feiern den 70. Geburtstag. Eines Hirntoten, wie Präsident Macron den Jubilar nannte. Als obsolet hat ihn Trump früher mal bezeichnet, den Nordatlantikpakt. Sieht nicht nach großer Zukunft aus für das westliche Verteidigungsbündnis. Kein Happy Birthday also für die NATO. Zurück in Washington hat Trump aber auch wenig Grund zu feiern. Ein Impeachment-Verfahren erwartet ihn und das gab es nur 2 zuvor in den USA. Die Demokraten haben seine Amtsenthebung beantragt aus Protest, weil er die Ukraine unter Druck gesetzt haben soll für seinen Wahlkampf. Scheitern die Demokraten aber, dann steigen Trumps Chancen, nach den Wahlen 2020 4 weitere Jahre im Weißen Haus zu bleiben. Europa hat nun seinen eigenen Trump wohl für längere Zeit. Boris Johnson hat die Wahl in Großbritannien haushoch gewonnen. Er kann mit absoluter Mehrheit regieren. Labour ist abgestürzt wie seit Jahrzehnten nicht. Das heißt, über den Brexit wird kein weiteres Mal abgestimmt werden. Dagegen hilft jetzt kein Protest mehr. 2020 wird die EU kleiner. Und jünger sowieso nicht. Also besser stark bleiben. Denn das Leben bleibt auch 2020 ein Balanceakt. Ob die Menschheit wieder in die Spur kommt und ihrer Erde mehr Ruhe gönnt, wie von nun an Australiens berühmtestem Berg? Man muss ja nicht gleich jeden mögen. Es kann auch nicht mit jedem funken. Hauptsache Ordnung. Havanna wurde gerade 500 Jahre alt. Für die ganze Welt beginnen nun die 20er Jahre. Mögen es, mit oder ohne Protest, glückliche werden.